Das sage ich ja nicht nur so. Das ist ja wirklich der Arsch der Karte. Und siehst du ja, was das hier für eine Irrfahrt wird. Ach, guck mal, hier wäre diese Villa, wo wir uns hintreffen würden. Das ja. Wäre ich ja fast dazu geneigt, das jetzt zu machen, aber ja, nee. Ich möchte erst andere Dinge tun. Naja, was heißt ich möchte? Ich muss mehr oder weniger. Ja, was tut man nicht alles für Money, ne? Für das schnelle Geld, den schnöden Mammon und ja. Das Wasser sieht so übrigens immer noch nicht ganz so schön aus. Soll eine Mondspiegelung sein, aber hey, geht auch besser. Von hier war ich doch schon mal. Hier habe ich doch schon mal einen LKW hergeholt. Bin mir ziemlich sicher. Ah. Naja, zumindest von da hinten, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Da habe ich einen LKW schon mal hier geklaut. Und jetzt. Schnauze. Wo ist denn dieses Pissdorf? Da hinten steht er. Da ist rein zufällig auch noch ein Verteilerkasten. Gibt es denn hier eine etwas größere Einfahrt? Schlecht als recht. Da kommt ein Nigger. Das hast du gut erkannt. Du bist dran, Junge. Scheiße, ich war mir gerade nicht sicher, ob der jetzt zu denen gehört oder nicht. Scheiße, ich bin verletzt. Nee, du bist gleich tot. Verdammte, das ist ein Scheiße, Unterschied. Jetzt bist du tot. Was ist los? Wer hat hier wen verloren? Wo wollen die alle hin? Rein theoretisch können wir die ganze Tankstelle in die Luft jagen, ne? Schafft uns diesen. Boah, der. Du bist auch blöd, ne? Wie viele rennen hier jetzt rum von den Hippies? Das Licht ausgepustet. Da lang. Behalt ihn im Auge. Er ist noch hier. Depp. Hä? Wo seid ihr denn? Aua. Penner. Taucht einfach hinter mir auf. Was ist denn für ein Wichser? Scheiße. Der Spaß kann losgehen. Genau, einfach vor mir spawnen oder was? Liebe, werden diese Nigger nicht gewinnen. Kannst du Gift nehmen? Komm hier her. Alle von hier um die Ecke irgendwo. Ach, von da kann gar keiner kommen. Glaubt, dass ich so leicht aufgebe. Ist nur noch der eine oder was? Klack, 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 klack. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Naja, ich mach erstmal den hier, ne? Bis ihr soweit seid. Scheiße. Das war nix. Irgendwann zeigst du dich. Ich stehe hier. Bin quasi hier. Und jetzt kommt er, ne?
Das heißt nichts gut, hier doch. Schnauze. Verdammter Hustensohn. Du bist der andere Wichser. Moin. Fresse, ey, gib mir noch nicht auf die Eier. Wo ist eine andere Homo jetzt? Der Wichser muss abgehauen sein. Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht suche. Wo will er hin? So werde ich nicht enden. Das sehe ich auch noch. Na, wo ist er? Da ist er. Ja, dann holen wir uns eben das Teilchen noch und dann passt das schon. Guck mal, hier könnten wir mit dem Truck rüberspringen. Ich glaube, ich knock den mal aus, ne? Hey du. Du bist bitte ruhig. Scheiß Hillbillys hier. Also hier kommen nicht gleich die Cops, aber ich glaube, der wacht zu schnell nicht mehr auf. Dann nehmen wir hinten die Kasse auch noch mit. Und dann passt das. Naja, hat sich fast nicht gelohnt. So, noch irgendwo was hier? Nö, ne? Naja gut, der Truck sollte nicht allzu lahmarschig sein. Hollis Dupree, der weiße Bürger aus South Downs, der zwei Farbige in angeblicher Notwehr erschossen hat, wurde verhaftet. Laut Duprees Verteidiger sah sich der Staatsanwalt durch Bürgerrechte und das wachsende nationale Interesse an dem Fall hierzu genötigt. Der Korea-Veteran wurde bis zum Prozess gegen Kaution freigelassen. Dupree wird beschuldigt, die Vietnam-Veteranen Trey McCall und Lamont Harris getötet zu haben, als sie an seine Tür klopften, weil sie wegen eines Plattenreifens Hilfe benötigten. Alter, das ist hart. Okay, der Truck ist zum Glück nicht allzu lahmarschig. Dann dauert es vielleicht doch nicht so lange, aber ja, jetzt sind wir schon wieder fast bei einer Viertelstunde, nur um den hier zu holen. Ich denke mal, das wird gut hinkommen mit einer halben Stunde insgesamt. Vorausgesetzt, es kommt nichts mehr dazwischen. Das könnte gut funktionieren. Je nachdem, wo dann der andere Truck steht. Der ist wahrscheinlich dann noch weiter weg. Irgendwo auf dem Wasser. Ist wahrscheinlich auf irgendeinem Boot dann. Also der Truck auf einem Boot. Wundern würde es mich nicht bei dem Spiel. Fühlt sich leider alles ein bisschen sehr in die Länge gezogen an. Hätten sie vielleicht lieber bei Story bleiben sollen. Wie in Mafia 2. Und es war ja halt... Das Gute in Mafia 2 war ja halt... Du hattest... Quasi von der Mission her reine Story. Konntest dir aber nichtsdestotrotz auch alles angucken, wenn du wolltest. So hätten sie das vielleicht hier belassen sollen. Weißt du, es ist natürlich immer die Frage. Oder so eine Sache. Ne? Letztendlich, Lincoln ist ja eigentlich der Big Boss. Also er ist quasi der Don von seiner kleinen Mafia-Truppe. Mehr oder minder Mafia-Truppe. Da ist er ja eigentlich der Don. Warum muss er dann hier solche Scheiße machen? Gibt es dafür keine Bediensteten? Also, das passt irgendwie nicht so ganz. Das ist, meiner Meinung nach, ist das durchaus ein Logikfehler. Und, ja, eigentlich sogar nervig. Dann hätten sie vielleicht machen sollen, ich sag mal, ist ja schön, dass du das als Zeitvertreib einbaust, aber es macht wahrscheinlich keiner mehr als nötig von diesen Nebenaufträgen. Würde ich mal sagen. Weil es ist halt, da ist halt überhaupt gar keine Abwechslung drin. Ne? Da hätten sie die eigentlich rein theoretisch auch gleich ganz weglassen können. Aua, Penner. Da hätten sie die eigentlich auch gleich ganz weglassen können, meiner Meinung nach. Oder halt, ich sag mal, es ist ja schon okay, dass du nur zwei von den Dingern machen musst, um
vollen Verdienst zugekommen aus deinem Laden oder aus dem Geschäft, aus dem jeweiligen Viertel. Das ist ja schon okay. Es hätte schlimmer sein können, ne? Ich sag mal, Watch Dogs 1, wo du dann diese sogenannten Fixer-Aufträge hattest. Und das waren ja sage und schreibe 40 Stück. Und das war 40 Mal immer wieder dasselbe. Und boah. Ich sag mal, ich bin ja echt der Typ, der in solchen Spielen ja wirklich gerne alles macht, aber selbst das war auch zu viel für mich. Und das hier ist, glaube ich, auch so ein unendlich Ding. Sag mal, bei den Fixaufträgen war ja ein Ende nach 40. Aber ich habe bei 29, habe ich, glaube ich, aufgehört. Weil es ging nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr tun. Es war einfach too much. Ich hoffe, das wird bei Watch Dogs 2 ein bisschen besser laufen. Das wäre mir ganz lieb. Watch Dogs 2 wird übrigens auch bei mir laufen. Apropos laufen, es läuft auch bei mir, sobald es dann mal erscheint. Allerdings, es kommt, glaube ich, diese Woche noch raus. Also jetzt, wo ich hier gerade aufnehme. Es ist ja immer noch der 7.11. Ich meine ja, es kommt diese Woche raus. Zumindest für Le Console. Scheiße. Pfeffer. Nicht gut. Es kommt diese Woche für Konsole raus. Allerdings habe ich es mir natürlich für den PC organisiert. Und die PC-Version wurde ja nochmal um 2 Wochen verschoben bis Ende des Monats. Deswegen wird es natürlich nicht zum Release, zumindest nicht zu Konsolen-Release bei mir laufen. Weil es halt nicht möglich ist. Und ja, ich muss mir da ja auch nicht so eine Hektik mitmachen. Dass ich jetzt sage, ich muss es unbedingt, jetzt kommt es raus, ich muss es spielen, egal welche Version. Nein, will ich nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. Muss ja echt nicht sein. Die Mafia lief ja bei mir auch ein paar Tage später und ja, Batman. Ich sag mal so, Batman, ich arbeite noch dran. Lieferung abgeschlossen. Rede mit Nikki. Danny McGill. Optionaler Auftrag. Kehre zu Nikki zurück. Wieder da oben hin. Ja, Batman ist wie gesagt in Arbeit. Ich hoffe, ich kann es diese Woche aufnehmen. Ich komme dazu. Aber ich bin da guter Dinge, da ich es jetzt auch geschafft habe, heute jetzt nach der Arbeit noch Mafia aufzunehmen. Bin ich da optimistisch gestimmt. Morgen oder übermorgen dann mal Batman weiter aufzunehmen. Also Telltale, ne? Series hier. Da bin ich positiver Dinge. Sollte eventuell klappen, hoffe ich. Ihr werdet es ja sehen, wenn es kommt. Ich meine, wenn jetzt ihr diese Folge hier seht, ist wahrscheinlich schon, oder steht Batman schon kurz bevor und ich habe es bis dato wahrscheinlich schon aufgenommen. Mal sehen. Perfektes Timing. Ich wollte gerade Mittagessen. Wie ist es gelaufen? Schnelle Autos und Schwarzgebrannter. Muss man doch mögen, oder? Angeblich werden irgendwelche Arschlöcher versuchen, dich abzuknallen. Also pass auf dich auf. Ja, Ma'am. Rat mal, wen ich gestern aus dem Markt kommen sehe. Danny McGill. Ohne Scheiß, Danny McGill? Den Namen habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Der Arsch ist verheiratet. 4 Kinder. Die älteste, Rachel, ist 6. Alter, könntest du dir das jetzt vorstellen? 4 Kinder? Nur wenn es irgendwie Geld dafür gäbe. Jedes Mal, wenn ich solche Leute treffe, werde ich gefragt, wann ich solide werde. Wann ich eine Familie gründe. Ich fühle mich dann immer wie eine Außenseiterin. Als würde ich irgendwas falsch machen. Na, du machst nichts falsch. Schau mich doch an. Kannte meine Eltern nicht, hab keinen Schimmer, wer ich bin oder wo ich herkomme. Aber als Rädchen im System war ich gerade gut genug. Wichtig war, Leute zu treffen, denen die Scheiße auch am Arsch vorbeigeht. So wie wenn wir beide abhängen und über Gott und die Welt reden. Einfach cool. Also ich bin cool. Du hingegen, du bist ein ziemlich großer, beschissener Dödel. Ein Dödel? Wie alt bist du? 12? 12? Scheiße, das waren noch Zeiten. Ich konnte mich abends voll dröhnen und am nächsten Tag in Mathe glänzen. Hör mal, Lincoln... Da ist schon gut. Das kann warten. Hey, mach dir keinen Kopf, was Danny McGill denkt. Scheiß auf ihn. Genau. Ins Knie ficken. Pass auf dich auf. Danny hat sich für einen Rennfahrer gehalten. Und er war auch verdammt gut.
Aber diese Fahrten hat er gehasst. Fand sie stinklangweilig. Und so hat er Rennen zwischen den Abhol- und Lieferstellen veranstaltet. Der Idiot musste immer alles schwieriger machen, als es war. Eben ein typischer Ire. Egal. Wenn du das Rennen gewinnst, kriegst du extra Kohle und lieferst nebenbei noch den Schnaps ab. Was? Wie, was, wo, extra? Was? Wo ist es denn? Da. Ach ja. Großartig. Wieder so mega weit. Und dann nur noch ein Rennen. Wollt ihr mich verarschen? Kann er mal aufhören? Der nervt. Der Typ hier nervt mich. Der nervt mich. Geh mal weg. Mal auf damit, Junge. Scheiß Scheibengequietsche da, du Lappen. Wir gehen mal den Weg hier. Hallo, raus. Und holen wir nochmal eine schusssichere Weste. Die ist da hinten hier. Whisky, überall Whisky. Hast du hier irgendwo einen Zeitungsstand gesehen? Ich brauche Nein. Vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Brauchst du Rennquoten? Ich gebe dir gleich Rennquote, du Lurch. So, jetzt holen wir uns den anderen Truck noch und dann ist aber auch Sense für heute. Weil es ist jetzt schon wieder später als gedacht. Die halbe Stunde ist zwar noch nicht rum, aber es ist schon urzeitigerweise 20 Uhr. Und ich wollte dann eigentlich, ich muss auch nochmal irgendwann verwursten und muss Battlefield noch ein bisschen rendern. Der Rest davon, von dem Live-LP, läuft ja auch im Moment. Bisher, hoffe ich zumindest. So, wie weit ist es diesmal? Ah, nicht ganz so weit. Immerhin. Aber trotzdem immer noch weit genug. Bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie es hier mit der Story weitergeht, aber das werde ich ja so bald nicht erfahren. Außer ich komme da nochmal die Woche dazu, das aufzunehmen. Was ich im Moment allerdings ein wenig bezweifeln möchte. Da ich halt, wie gesagt, noch verwursten muss. Aber halt erst noch Battlefield zu Ende rennen muss. Das heißt, ich muss... Ja, nee, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Hat euch ja gar nicht zu interessieren. Geht euch einen Scheißdreck an, wie ich das mache. Verdammte Axt. Fragt doch nicht immer. Oh, Scheiße. Und wieder was von der Schutzweste weg. Schön. Schön, dass die Schutzweste auch vor Autounfällen schützt. Ist eine Autounfallschutzweste mit Kugelsicher und Airbag und so. Höchstwahrscheinlich. Irgendwie so. Was? Ich habe schon wieder sehr viel Scheiße. Ich merke das schon. Aber was soll ich tun? Ich habe keine Wahl. Muss Scheiße labern, weil lange Autofahrt. Dabei. Ich kann nicht trinken Wodka. Da lange Autofahrt. Muss labern Scheiße. Muss labern viel Scheiße. Viel Scheiße labern mit russisch Akzent. Und Wodka. Aber ohne Wodka. Ja, das, ja, ich lasse das mal so im Raum stehen, glaube ich. Es ist ja auch nicht mehr so weit. Jetzt habe ich schon die Hälfte des Weges verquatscht. Ein Traum, wir sind quasi gleich da. Moin. Guck mal, ich bin so schnell an den Bullen vorbeigefahren, die haben gar nicht gemerkt, dass ich zu schnell fahre. Ist das nicht schön? Ist doch traumhaft, oder nicht? Dieser große Traum muss ich gleich wieder ganz viele Dixie-Mafia-Witzer umbringen. Was ist das eigentlich für ein Akzent? Ist das nicht so umbringen? Muss ich Mafia-Witzer, Dixie-Mafia-Witzer umbringen? Kann ich gerade gar nicht zuordnen. Weiß gar nicht warum. Merkwürdig. Diese merkwürdig. Yes, groß hier. Ach, übrigens, essen muss ich auch noch was. Toll. Quietsch, quietsch. Also, nicht in-game essen, sondern ich muss real noch was fressen, weil habe ich auch noch nicht gemacht. Also nur kurz vor der Aufnahme noch was reingezogen, aber sonst eher nicht so. Rum ums Eck! Damit der Magen nicht so knurrt. Hola Chica, wo sind die denn? Stopp! Also verstecken hast du nicht so drauf. Naja, wer sagt denn, dass ich mich verstecken will?
ihn schon.